Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ape Quest. Wir sind hier in Dämonenhöhle und es sieht so schön aus. Im Grunde genommen sind wir jetzt in der dunklen Zitadelle, oder nicht? Sieht aus wie eine Zitadelle jetzt in Dämonenhöhle und ich habe so Angst vor dem Dungeon. Weil wir haben schon öfter gemerkt, dass unsere Waffen und unsere Ausrüstung in dem Gebiet nicht mehr so toll sind. Von daher bin ich gespannt, was für Gegner hier auf uns lauern und wie stark vor allem der Boss ist. Und ob wir es überhaupt schaffen können. Versuche es wert. Und wenn wir den Dungeon durch haben, dann werde ich mich tatsächlich in Richtung Finale aufbauen. Auch wenn wir natürlich noch einen anderen Dungeon vorher erledigen könnten. Nicht schlimm. Mich interessiert einfach, was nach den Credits passiert. Ob man wieder zurück zum Prolog kann. Und ob man dann die Underworld freischaltet. Wie gesagt, ich habe so Angst vor der Underworld. Ich glaube, in der Underworld war es sogar so, dass die Bossgegner vor allen Dungeons degradiert wurden. Das sind ja unsere normalen Gegner. Die Bosse von früher, die richtig gehört, sind dann unsere normalen Gegner. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Klar, mi. So kennen wir mich. Aber was soll ich da machen? Das ist einfach so unfair und das Schmiedesystem ist so blöd in dem Spiel. Ich glaube, der ist auch nicht gefährlich. Gut, im anderen Dungeons waren diese Gegner erst auf Ebene 3. Hier auf Ebene 1. Du wisst ja schon, wie hier der Schwierigkeitsgrad unstark. Wahrscheinlich gibt es 10 Ebenen. Und auf Ebene 10 wohnen mich alle Gegner. Wundern wird's mich nicht. Kommt, beide gleichzeitig. Beide gleichzeitig, das ist ein Fall für das Ape-Team, ne Quatsch. Technik, Monkey Funk. Ich liebe diese Animation. Ich möchte gerne Michael Jackson, ich finde es witzig. Ich wollte gerade sagen, du hast mich nicht überlebt, Kollege. Hey, auf Overworld haben wir jetzt tatsächlich schon Gegner angetroffen, die das überleben. Die kommen wahrscheinlich auf Ebene 2. Oder auf Ebene 2 kommen diese Riesengegner, die mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr so stark sind. Ich hoffe es, ich denke es, ich weiß es nicht. Ich habe in der letzten Party Rüstung ein bisschen geupgradet. Es ist auf 29, das Schild ist auf 19 und das Schwert ist auf 34. Alles nicht so richtig zufriedenstellend, aber ihr wisst ja, ich bin ein Girl, was richtig pingelig ist. Gerade in RPGs. Am besten am Anfang des Spiels direkt die beste Ausrüstung haben. So eine bin ich. Und ich fühle mich irgendwie nie gut gewappnet. Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich weiß nicht, ob so eine innere Angst ist. Aber das ist bei mir immer so. Und ich hoffe wirklich, dass wir jetzt was richtig Cooles hier bekommen. Alexa, nein, davon habe ich schon genug. Ihr wisst ja, das Elixier ist das beste Item im Spiel. Kuriert alle Zustandsveränderungen und halt komplett voll. Wenn der Boss zu schwer wird, werde ich definitiv ein Elixier verwenden. But we will see. Ich finde das so cool. Cool, wie schnell es sich drehen kann. Dreht sich schneller als sein Schatten. Die Style-Punkte gehen definitiv an mich. Könnte man sagen, was war's? Und wie können die hier in so einem komischen engen Dungeon, so vielen engen Gängen, so einen Hinterhalt mit Äxten machen? Das ergibt null Sinn. Warum hinterfrage ich eigentlich immer die Videospiellogik? Gerade in einem Spiel wie Ape Quest, was ein reines Parodie- und Comedy-RPG ist. Weil ich ein komisches Mädchen bin. Deswegen. Weil es einfach witzig ist, sich manchmal über die Logik von Spielen lustig zu machen. Zum Beispiel bei Pokémon. Warum können die Trainer einen nur sehen, wenn du direkt davor stehst? Ist auch kompletter Quatsch. Na du? Das ist jetzt Ebene 2. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Stärkere ist. Ich kann irgendwie nicht so richtig voneinander unterscheiden, nö. Okay. Keine Steigung der Schwierigkeitsgrad in Ebene 2. Liegt wahrscheinlich daran, dass der Dungeon 30.000 Ebenen hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Dungeons hier... Yay, 500 Chips. Ich weiß nur, dass die Dungeons hier, glaube ich, viel länger waren. Ich glaube, ich habe auch den schweren Dungeon ausgewählt. Es gab ja Demon Cave, also Dämonenhöhle, und Dark
Straße, wie die Dunkelburg. Sieht zwar hier mehr aus wie Dunkelburg, vielleicht bin ich auch in die Dunkelburg reingegangen. Wenn ja, dann glaube ich, dass es der leichtere Dungeon ist. Sieht halt eher wie Dunkelburg aus, ne? Ich glaube, es ist nicht die Dämonenhöhle. Ach, hätte ich mal vorher geschaut. Naja, ist egal. Goodbye. Auf der Dämonenhöhle ist so die dunkle Zitadelle. Wir wissen, das ist alles dark und böse und will uns umbringen. Die hören uns hier nicht wohlfühlen. Bye-bye. Sieht alles so futuristisch aus. Und es hat ein bisschen die gleichen Vibes wie der Kaiserpalast von Kaiser Dol aus The Legend of Dragoon. Nur da ist alles so grün angehaucht. Hier ist halt lila. Und in The Legend of Dragoon gibt es auch so eine dunkle Zitadelle. Wie oft ich The Legend of Dragoon schreibe hinter in diesem Let's Play, ne? Das ist unglaublich. Es wird ja auch das Nachfolgeprojekt von The Ape Quest. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entwickler sich irgendwie wirklich an The Legend of Dragoon angelehnt haben. Ein paar Sachen herausgenommen haben. Wobei echt vieles ähnlich ist. Es gibt den Dragon God, es gibt hier die dunkle Zitadelle. Dieses Techniksystem ist auch so ähnlich, nur dass wir uns nicht in Drachen verwandeln können. Es gibt schon ein paar kleine Panel. Nur dass The Legend of Dragoon natürlich 100-mal besser ist als die Ape Quest. Nicht vom Comedy-Aspekt, auch vom Rollenspiel-Aspekt. Und natürlich von der Story. Und von der Gegnervielfalt. Und von der Umgebung. Aber die Ape Quest will ja auch kein gutes Rollenspiel sein, es will einfach ein lustiges Spielerlebnis sein. Und ich denke, das hat es bei mir zumindest geschafft. Falsches Schild plus 2. Wow. Was für dämliche Sachen gibt. Hey, we meet again. That's another funny revival potion X you got there. Shining Revival Potion X, huh? Fancy trading two of these Revival Potion X's. Mach halt. Well, let me know if you got any more deals. Das klang halt gut. Das heißt nicht nein. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh Gott. Wisst ihr was? Die Ebene bzw. die Dungeons. Wäre noch weitläufiger. Guckt euch das mal an. Das ist die größte Ebene, die wir jemals hatten. Das ist komplett insane. Good luck, Kitty. Ich weiß gar nicht, wie der Glückswert aktuell ist. Aber ich habe mich eigentlich immer bemüht, ihn möglichst hoch zu halten. Na, was bist du für eine? Coole Schuhe hat der. Könnte man die Schuhe an. Die würde ich im Movie Lab sogar ansehen. Boah, wie cool. Das sind schwarz-lila. Das ist so eine tolle Farbkombination. Trotzdem hat der Gegner nicht wieder was gegen uns zu sagen. Der Witz ist, die Gegner auf Overworld und Land of Red sind stärker als die im Dungeon. Zumindest bisher. Ich hoffe, das bleibt nicht so, das ist irgendwie lame. We meet again. Ne. Mein Elixier kriegst du nicht. Achso, deswegen haut er auch schon direkt ab. Er wusste es. Oh oh. Oh, oh. Was wundert? Aber nur wegen dem Fire Damage. Hat ja 100 Leben. Ich wage mal frech zu behaupten, dass der. Autschi, was soll das? Ich wage mal frech zu behaupten, dass der noch massiven Schaden macht. Mit massiven Schaden meine ich wahrscheinlich zu 60. Pro Hit. Okay. Jetzt wird dann schon anspruchsvoller. Darauf habe ich gewartet. Ich hoffe, es wird nicht zu assi. Ja, gut. Wie gesagt, selbst wenn wir jetzt hier gut durchkommen, die Unterwelt wird uns komplett nackig machen, echt. Ob du da eine coole Rüstung hast, ein cooles Schwert hast, fühlt sich komplett nackig. So schwer ist das. Ich weiß auch nicht, was man sich dabei gedacht hat. Klar, das wird ja so eine Anspielung von Rollenspielen gibt es auch im Final Fantasy Remaster. Zumindest für den Game Boy und PSP. Gibt es auch noch so optionale Dungeons, die dann komplett heftig sind. Aber. Na. Ich finde die Unterwelt ist ein bisschen sehr übertrieben.
Was werdet ihr denn noch sehen? Nein, was? Ach, die haben gar nicht 100 Leben, haben die nur 90. Oder sogar nur 80. Das ist cool. Dann brauche ich nicht das Elbteam verwenden. Wir sind echt an den Punkt gekommen, wo die Großen gegen die Mauern hängen. Hätt ihr euch das jemals vorstellen können? In einem der ersten Parts war es ja noch so, dass sie uns fast gewonnen hatten. Wir haben einen Schaden gemacht. Mittlerweile wohnen wir die großen Gegner. Gut. Vor denen muss ich mich also nicht mehr fürchten. Oh mein Gott. Komm, fahr hoch. Danke. Komm schon, gib mir ein cooles Item. Ich dachte eigentlich, ja, das ist ein cooles Item. Ich dachte eigentlich, in diesen Dungeons findest du richtig geilen Stuff. Vor allem hier, in Land of Red. Bislang ist es überhaupt nicht der Fall. Alles, was wir gefunden haben, hier, das haben wir bekommen von so einem Ritter. Da, was ist das? Komplett schlecht. Ich würde jetzt natürlich sagen, schreibt mir in den Kommentar, falls ihr wisst, wo man gute Sachen farmen kann. Aber wenn das Spiel online ist, beziehungsweise wenn die Parts online sind, weil ich ja immer so viel im Voraus aufnehme, dann habe ich das Spiel sowieso schon durchgespielt. Trotzdem, falls ihr es wisst, schreibt es in den Kommentaren. Falls ich es irgendwann nochmal spiele. Soft Fundoshi. Kommt alle her, kommt alle her, kommt alle her. Ich hoffe, die zwei habe ich jetzt zusammengelotst. Oh Gott, alle drei. Da kann ich natürlich nichts. Da kommt das Ape-Team zum Einsatz. Ich bin jetzt auf die Erfahrungsrunde gespannt. Ich denke, 1600. Mal schauen, ob ich recht habe. 1600 Erfahrungsrunde. Komm schon. Komm schon. Die weibliche Intuition. Und ich schätze die nicht. Bin ich gut oder bin ich gut? Hey, ist das heftig. Ich habe das einfach nur geschätzt. Das war wieder eine kleine Ebene. Das ist komplett random. Hätte natürlich auch sein können, dass in Land of Blue plötzlich riesige Dungeons gekommen wären. Ich hätte nur scheinbar Glück. Die Ebenen waren nicht so groß. Ich habe lieber große Ebenen mit viel Loot. Und guten Loot. Goodbye. Wow! Der wurde komplett kastriert. Voll in den Inventar schauen. I love it. Gott, ich habe diesen Dungeon eigentlich spannender erwartet. Ich habe euch voll heiß gemacht, dass ich hier vielleicht das nicht schaffe und so und jetzt der Dungeon leichter. Das ist alles auf Augenhöhe. Ist echt enttäuschend. Hey, vielleicht ist der Boss wenigstens eine Challenge. Nee, bislang ist der Dungeon die reinste Enttäuschung. Oder es liegt an, dass diese Dark Citadel ist. Dark Castle und nicht. Die Demon Cave. Der hat 200 gefressen. 200! Auch levelmäßig. Geht's ja nicht wirklich voran. Oh, there's a lost guts potion L right in front of you. Okay. Ist natürlich wieder so ein Platzfüller. Aber kann ich ja dann im nächsten Kampf verwenden. Fake-Truhe. Beziehungsweise Fallentruhe. Na gut. Ich fand bisher very easy am schwersten. Das ist jetzt hart. Ohne jetzt, ich weiß nicht, wie es kommt, aber bei den Truhen finde ich wirklich very easy am allerschwersten. Oh, was ist das? Exalted Sweet Chest Key. Voll cool. Ich hoffe, wir kommen mal wieder zum Schatztruhe. Ich könnte natürlich zurückgeben, wenn ich aus dem Dungeon bin. Aber wenn ich aus dem Dungeon bin, muss ich erstmal die Sachen lagern. Wir werden schon noch zu einer Schatzrohr kommen. Glaub mir. Ape-Team! Ich glaube, bald kommt der Boss, deswegen möchte ich jetzt nicht die Technik leist verwenden. Ich hätte natürlich auch wieder Monkey Funk machen können. Wären die wahrscheinlich auch tot gewesen. Ich weiß auch nicht, wie viele eben der Dungeon hat. Mein Bauch sagt 5 bis 10. Wenn ich mir entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich 5 sagen. 5 Ebenen. Ich habe schon gar nicht mitgezählt. 2 von euch.
Tschüss. Geldtechnisch, mit dem Ape-Team müssen wir auch gar nicht geizen, weil ich hab so viel Geld. Könnte meinen, ich hab gecheatet. Echt, ich hab so viel Geld. Weil das Geld in dem Spiel absolut keinen Wert hat. Kannst du halt die Sachen damit freischalten, oder sonst die ganzen Sachen hier hinten und so verkaufen, sind komplett garbage. Was zum? Ah, okay. Sprich, es lohnt sich einfach nicht, Geld auszugeben. Zumindest nicht bei Händlern. Und wenn du schon 99 Heiltränke hast, von jeder Sorte, ist das noch schwerer. Delit. Nein! Oh Gott. War das hart oder super hart? Ich weiß nicht. Ich fand's auf jeden Fall pretty easy. Gott, wie düster der Hintergrund ist. Kommt das denn? War schon immer so? Nice Shield! Plus 3. Aber wenn das einfach nur Nice Shield heißt, glaube ich nicht, dass es gut ist. Ganz ehrlich. Das klingt halt viel zu generisch. Dass ich jetzt sagen würde, wow, das ist bestimmt das beste Schild im Spiel. Kompletter Murks. Hier war sogar... Oh Gott. Hier war sogar ein Wechsel von dem Ambiente. Jetzt sind wir wieder in diesem komischen Wald. Hier. Gott. Habe ich mich verschluckt? Warte. Das hat mich jetzt so aus dem Hocker geworfen, dass hier ein Ambientenwechsel stattfindet, dass ich mich ein bisschen verschluckt habe. Aber es geht wieder. Nee, ich finde es voll cool, hier ist ein Ambientewechsel, aber hier sind jetzt auch die Stärkung Gegner. Das sind die Gegner, die wir auf der Oberwelt auch schon getroffen haben, die geben 6 World Each. Böse, böse Gegner. Da brauche ich definitiv das Ape-Team, weil wir die nicht one-hitten können. Nee. You decide to just keep moving. Ich will die Chips nicht haben, 300 Chips. Die Almosen können die echt wollen, echt, wirklich. Deshalb wieder dieser düstere Wald, der auch ein bisschen was von dieser Sumpfhöhle aus Final Fantasy 1 hat. Hat ein bisschen die Vibes. Nein, den kann ich doch nicht one-hitten. Naja, Schöne ist das nicht wirklich stark. Also wir halten zwar viel aus, aber teilen nicht gut aus. Aber die machen voll die nervigen Zustandsveränderungen. So ich das zumindest in Erinnerung. Bedeutet, der hat dieser Dungeon wahrscheinlich 10 Ebenen. Was? Hier schon in dem Gelände? Nee, nee, nee. Habe ich überhaupt eine Schatztruhe gefunden? Ich glaube nicht. Was ist das für ein Mist hier? Soll ich dir jetzt sowas sehen? Ich weiß doch nicht. Klar, aber schon. Ist eigentlich Kohle. Zumindest wenn hier eins zuvorkommt, werde ich die auch so besiegen. Wir haben genug Gegengifte und so dabei, ich denke. Dran soll sich scheitern. Lasst mich einfach nur in Ruhe. Die sollen wir auf jeden Fall mitnehmen, weil die über 1000 Erfahrungspunkte geben und ja. Ich hoffe, die Underworld muss mindestens Level 50 sein. Ich weiß auch gar nicht, was der maximale Level ist. Ob es 50 ist, ob es 99 ist. Ob es 100 ist, 999. Das händen die Rollenspiele ja alle anders. Aber bis Level 50 werde ich definitiv trainieren. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Und ich weiß selbst dann nicht, ob ich schaffe Eisig hier plus 1. Okay. Das war, glaube ich, schlecht. Ich guck mal, was jetzt komplett garbage ist und was gut ist. Veterans X will ich behalten. Das hat ganz gute Stats. Nice Shield Strong. Okay. 15. 15 Defense. Oh, ist das schlecht. Good Soft von Doshi kauft jeden Fall weggeschmissen werden. Das will ich nicht mehr zum Spielen haben. Das wirkt wie so ein Item, was du einfach in so einem Laden kaufen kannst, was komplett garbage ist. Was die Händler dir für 2500 verkaufen, was dir niemals was bringen wird. Nein, Zustandsveränderung, ne. Da habe ich Glück gehabt. Das letzte Mal, wo ich von so einem Hierwitz-Sturm getroffen wurde, hatte ich 2 Zustandsveränderungen. Und zwar
Poison und... Nee, Curse und Paralyse. Richtig nervig. Oh Gott. Nein, nicht das schon wieder. Ach so, der Boulder. Ich dachte, der riesige Fels. Oh, das ist tatsächlich jetzt Boulder Challenge Very Hard. Will ich das überhaupt probieren? Ich schaff das eh nicht. Das kann ich nicht schaffen. Da habe ich sowieso schon mein Problem, egal auf welchen Schwierigkeitsgraden. Jetzt Very Hard. Very Hard. Nicht halt Very Hard. Nur für die absoluten Oversucht jetzt. Wie konnte mich das nicht getroffen haben? Sah voll so aus, als hätte mich das erwischt. Guck, ob ich nur auf gut Glück spiele und das fast funktioniert hätte. Wie weit die Hälfte ausgewichen? Oh nein, was passiert jetzt? Gut, Guts fällt bei 27. 27 Leben zu verlieren ist jetzt nicht viel ein Drama. Gott, was ein komisches Dungeon-Design. Nein, Revival Bosch. Wrecked Aloysius. Ist bestimmt besser als Zoff von Doshi. I don't know. Schlechter kann es definitiv nicht sein. Oh, ist auch so schlecht. Ich dachte echt, dass wir hier coole Sachen finden. Komplett falsch. Help me, oh, it's Pokey Max Taps a lot. So, this is a trap. Was zum Geier? Mr. Taps a lot? Das ist wahrscheinlich so eine Mimik. Ich werde erstochen, wenn ich das nicht schaffe. Nein! Das ist super hart, Leute. Für andere Leute super hart, für mich super easy. Ich finde das so easy. 1000 Erfahrungspunkte. Komm, hierfür gibt es wirklich was Cooles. Oh, das klingt tatsächlich cool. Curse Katana plus 4. Jetzt bin ich gespannt. Verfluchtes Katana plus 4. Es ist voll schlecht. Zumindest für den Zeitpunkt des Spiels, wo wir uns gerade befinden. An sich ist nicht schlecht. Hätte ich gerne gehabt in der ersten Welt. Aber der Spielzeitpunkt, wo wir uns gerade aufhalten, das ist halt garbage. Ich meine, unsere Waffe ist doppelt so stark. Mann, warum kriege ich die Critical Hits immer erst beim zweiten Mal? Wenn ich mal erstmal bekommen würde, würde das wahrscheinlich ausreichen, um ihn zu töten. Ich habe hier 150 Leben. Gott, was ein Dungeon. Jetzt sind wir wieder hier. Ich bin nicht zurückgegangen, ne? Nee, man kann auch gar nicht zurück. Oh nein! Nee. Team. Guck mal, wie viel Geld wir haben. 1, 2, 3, 5, 0, 3. 123.503. Also wenn ich irgendwie was an Bananen, Affen, Spendeorganisationen spenden könnte, den Spiel würde ich es machen. So rich wie ich bin. Spendet für die Affen in Not. Jeder Chip zählt. Für ich direkt 20.000 spenden. Was habe ich mit so viel Geld? Oh Gott. Ich habe so Angst vor dem Boss. Vor dem Boss. Denn er ist ziemlich erbost. Ich glaube, das hier ist die siebte Ebene. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Nein, das Poison. Zum Glück hat der Scheiß nicht getroffen. Ich glaube, es war Gift. Und Gift hat es in RPGs. Nee. Lehne ich dankend ab. Auch wenn der Giftscheiß in Ape Quest jetzt nicht so schlimm ist. Sehr verärgerlich. Ape Quest geht das noch. Der ist Dreamy Tech TS. Will ich nicht. Tech TS bringt gefühlt nichts. Das ist einfach nur wieder so ein Platzhalter. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht, will ich nicht. Könnte mich mal. Komm schon, Critical Hit. Never lucky, Baby Rage. Gut, kein Zustand. Jetzt mal nur, weil ich das keine Zustandsveränderung bekomme. Halt, die Gegner haben zwar immerhin zwei Schläge aus, sind mir nicht wirklich gefährlich. Aber was halt nervig ist, sind die Zustandsveränderungen. Nein! Oh Gott. Mir kommt es mal so vor, als wenn in den Dungeon verdammt viele Fallen sind. Viel mehr als in anderen Dungeons. Und das ist tatsächlich super hart, Leute. Ja.
3 verschiedene Winde. Mhm. Und ich stehe immer noch. Kann das denn sein? Ja. Irgendwann muss es ja passieren. Was ist das denn? Ich kann keine normale Wind schaffen. Ja, minus 100. Ihr mich auch. Ich hasse euch auch. Liebe Entwickler. Ich hasse euch auch. Hier ist der Boss. Gott, Leute, wir sehen noch den Boss in dem Part. Part ist ja auch noch jung. Rack Potlatch. Ich weiß nicht, was das ist. Alles ist hier einfach schlecht. Kann weg. Hier ist auch noch eine Abzweigung. Voll zum Geier führt uns das hin. Oh Gott, der Dungeon ist so riesig. Vielleicht finde ich da ja endlich mal was Cooles. Könnte sein, dass ich in den gesamten Dungeon, der so viel Leben hatte, der letzte Welt ist, der 5000 kostete, um den mal freizuspielen, dass ich hier nur Müll finde. Das kann nicht sein. Das Beste, was wir gefunden haben, wäre das Katana. Und selbst das ist nicht so gut. Warum sind jetzt hier 2 davon? Affe. Dann den Karte war tatsächlich nur einer zu sehen. Mann, ihr nervt. Aus dem Weg. Ich glaube nicht, dass wir noch ein Level abbekommen. Cool wäre es trotzdem. Ich weiß nicht, was mir erwartet beim Boss. Fehle nicht. Komm schon, irgendwas Cooles. Ich sag dir irgendwas Cooles. Ich finde schon Eloy plus 2 oder so und das war auch voll schlecht. Ich kann nicht sehen, was es bringt. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas wegwerfen kann. Ich glaube, aha, das hier hätte ich benutzen sollen. Eis, die Arme ist leider auch komplett schlecht. Nerf Aid! Ist gefühlt gar nichts wert, droppen die meisten Gegner. Kann billig kaufen. Ja, der Dungeon hat tatsächlich nichts gebracht. Außer Erfahrungspunkte. Es ist so sad. Es hat nichts gebracht. Da fehlen mir die Worte. Und das Blöde ist, das muss ich auch an dem Spiel kritisieren, die Dungeon-Bosse geben nichts. Ich finde, die Dungeon-Bosse müssten irgendwie eine coole Truhe beherbergen. Irgendwas Cooles geben. Irgendeine Belohnung, wo man sich freut. Cool, ich habe den Dungeon gelöst. Und das ist jetzt meine Belohnung. Dafür hat sich das gelohnt. Diese Reise in Kauf zu nehmen, ist ja nicht der Fall. Du kommst halt gar nichts. Nur Erfahrungspunkte. Oh, jedenfalls der Crown und ich am Crumble. Oh no, super hart. Hallo? Das Spiel auf super hart. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Stimmt, das war auch The Legend of Dragoon. Haben wir heute drüber gesprochen. Da gab es auch so ein komisches Teil. Das sah genau so aus wie das hier. Komm schon. Teil der Schwerelosigkeit heißt das übrigens. Jetzt fällt mir der Name endlich ein. Wie lange geht das noch? Hilfe! Auf super, das ist eher so eine Timing-Geschichte. Wann springe ich? Ich hab's geschafft. Wann springe ich und auf welche Steine springe ich? Wenn du auf Steine springst, die super schnell fallen, wirst du auch wahrscheinlich sterben. Yay, 1000 Erfahrungspunkte. Okay, Doc. Boah, was ein riesiger Dungeon. Das Dungeon Crawling hat jetzt aber ein Ende. Jetzt kommt der Boss. Ich weiß nicht, was mir erwartet. Ja, Goldkrone, genau. Der sieht aus wie der Oberschurke Nummer 1, ey. Der enorme Crown Golem ist after you. Oh, oh. Das ist schon wieder der King of Greed. Wie oft hatten wir den schon? Der sieht aber ziemlich protzig aus. Goldkrone. Goldsamtumhang. Goldener Stab. Das ist mit ihm nicht richtig.
Stabity, step, step. Was? Nur 96? Oh, oh. Na gut. Das Schöne ist, der ist jetzt auch nicht wirklich gefährlich. Gut. Ich glaube, der Bossgegner ist nicht so schwer. Aber er hält verdammt viel aus. Darf ich das was sagen? Nein, wir sind cursed. Hier mag ich nochmal anschauen. Ja, kann ich leider nicht herausfinden. Geht eigentlich. Jetzt wird aber Zeit für ein Item und jetzt werde ich dieses komische Guts-Potion verwenden. Diesen Platzfüller. Was soll ich jetzt diesen Curse wegmachen? Ich weiß ja nicht, was die Verzauberung bewirkt. Irgendwie sehe ich da nichts. Das ist so seltsam, oder? In vielen Rollenspielen gibt es solche komischen Statusveränderungen, wo du einfach nicht blickst, was sie bringen und. Sobald ich negativ was feststelle, werde ich das auch nicht machen. Also werde ich das nicht wegmachen. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass die Treffsicherheit gesunken ist. Ich habe jetzt schon so oft daneben gehauen. Ich heile mich lieber. Aber das schwerste Bosskampf bislang nicht. Echt nicht. Oh Gott. Wie schlecht die mittleren Guts-Portions noch sind. Ich weiß nicht, wie viel Leben der hat. Wie gesagt, der in der Unterwelt hat bestimmt 20.000 oder so. Ich traue mich nur mal Stabity-Step-Step zu machen. Ich hoffe nicht, dass er jetzt 200 Schaden macht. Nee, der macht gar keinen Schaden mehr, ist vernichtet. Ja, der Boss war nicht schwer, aber halt nicht mehr free wie die anderen. 2000 Erfahrungspunkte gibt er nur daraus. Die 2000 Chips und 1500 Erfahrungspunkte, ist ja nichts. Was ist das für ein Scheiß? Der Dungeon hat literally nichts gebracht. Ich freue es voll, da reingegangen zu sein. Nein, ich bereue das natürlich nicht, für euch das natürlich zeigen, aber Grunau hat das nichts gebracht. Das macht mich traurig. Ich muss wieder zurückporten. Schneide euch natürlich den Weg bis hier hin wieder. Aber ich muss mich wirklich zurückporten, weil ich die Sachen lagern möchte. Oder ich versuche jetzt zu schmieden. Will ich das schmieden? Ich meine, ich könnte versuchen, die beiden Sachen zu kombinieren. Ich glaube, ich werde das auch probieren. Und da ich hier versuche, meinen Shield zu kombinieren. Was soll ich jetzt machen? Natürlich offscreen. Weil ich da wieder ein bisschen mit Safe States arbeite. Ihr wisst es ja. Weil ich hasse das Schmiedesystem ungeheuerlich. Water my flowers, standard boss. Mhm. Können wir definitiv akzeptieren. Control requests auch in deliver. Ich meine, ich muss den ganzen Weg sowieso nochmal gehen. Das ist nämlich blöd. Es gibt in Land of Red keine Möglichkeit, wieder nach oben zu kommen. Ich muss jetzt alles zu Fuß gehen. Da ist zwar ein Camp, aber irgendwie kann ich mich da nicht hin teleportieren. So doof. Naja. So, ich werde jetzt ein bisschen schmieden und dann sehen wir uns gleich wieder. Wo sehen wir uns? Gute Frage. Bei der Schatztruhe. Ja. Nee. Korrigiere meine Aussage bei der Schatztruhe. Den Dungeon mache ich noch nicht, wie gesagt. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, ihr Lieben, da wäre ich wieder bei der Schatztruhe. Und da werden wir jetzt die Sweet Chess Keys benutzen und hoffentlich bekommen wir irgendwas Cooles. Stimmt, wir haben noch den Exalted Sweet Chess Key. Auch wieder so ein Platzfüller. Silver Flow Golden Bucket. By the way. Ich habe nichts Neues geschmiedet, ne? Alle Sachen, ich habe es mehrmals versucht. Die daraus kamen immer schlechter. Voll kacki. Ich weiß echt nicht, wie ich bessere Sachen bekomme. Und deswegen habe ich auch die andere Welt nie geschafft. Das Spiel ist auch so unbekannt. Es gibt bestimmt irgendwelche Schmiederezepte. Wenn du bestimmte Waffen kombinierst, dass du ultimative Sachen rausbekommen sollst, woher soll ich das wissen? Das weiß ich auch nicht. Das ist halt das Blöde daran. Use Chess Key.
Lightweight Shield. Die übertreffen sich alle, was die Schlechtigkeit betrifft. Weil auch das, glaube ich, kompletter Garbage ist. Echt, ich wette, wir haben hier nichts Brauchbares bekommen. Mirage Squeak Hammer. Klingt halt alles komplett kacke. Hat die anderen Sachen natürlich jetzt gelagert. Ach stimmt, ich habe wieder so einen Ritter unterwegs getroffen und der hatte wieder so eine Aufgabe für mich und dadurch habe ich den Noble Hammer bekommen. Der ist natürlich jetzt auch nicht so gut, ne? Kann ich auch lagern. Ja, alles bad. Das gibt's auch nicht. Wie kriegst du denn hier vernünftige Sachen? Ich verstehe es auf jeden Fall nicht. Muss irgendwie coole Sachen in den Spiel bekommen. Das kann doch nicht sein, dass ich nur mit so einem Schrott hier rumlaufe. Echt? Da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir eiskalte Worte. Vielleicht muss ja auch irgendwie eine Feuerrüstung so stark machen wie meine Eisrüstung. Muss dann die starke Feuerrüstung mit der Eisrüstung kombinieren, um die ultimative Rüstung zu bekommen. Sowas könnte ich mir vorstellen, aber ich habe keine Lust, das auszuprobieren. Echt? Habe ich wirklich gar keinen Bock drauf. Und das war ein Problem mit dem Spiel. Oh Gott, Leute, wir sind gleich da. Im nächsten Part werden wir auf jeden Fall die Burg angreifen, beziehungsweise wir werden versuchen, in die dunkle Zitadelle einzudringen. Das war jetzt mein Plan. Übrigens habe ich ein Level abbekommen. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt an der maximalen Lebensanzahl, aber ganz ehrlich, die Level-Ups in dem Spiel bringen nichts. Wow, ein Level-Up. Ich freue mich nur über ein Level-Up in die Ape-Quest. Weil bei Ape-Quest ist es halt so, dass die Ausrüstung alles ausmacht. Könnte es Level 1 Million sein und eine Rüstung haben, die, was weiß ich, 40 Abwehr hat, dann ist die Rüstung schon besser. Das Equipment in dem Spiel ist so verdammt wichtig. Wie wahrscheinlich in keinem anderen Rollenspiel. Ape-Team! Und klar, normalerweise müsst ihr euch auch mal die volle Ape-Team-Power zeigen, aber dafür wäre noch einige Dungeons und vielleicht auch der Endboss. Ich weiß es halt nicht. Ich weiß auch nicht, wie schwer der Endboss war. War es jetzt Rot-Pivotron? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass der Rot-Pivotron der Endboss war. Das wäre irgendwie ein bisschen zu generisch. Zumindest für so eine düstere, apokalyptische letzte Welt. Oh, immer die gleichen Gegner, lass mich durch. Weißt du, ich gehe zwei Schritte, komme schon wieder Gegner. Ist das vielleicht ein Oldschool Final Fantasy oder was? So fühle ich mich gerade. Oder in so alten Pokémon-Spielen. Bist du in der Höhle, gehst zwei Schritte, kommt das nächste Pokémon. Und hier gibt es noch nicht so alte, wo man sich schützen kann vor wilden Kämpfen. Wilden Kämpfen, wilden Gegner, meine ich. Mann. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich das Girl hinbringen muss. Ich hoffe, hier. Was ist denn hier los? Aber ganz ehrlich, ich soll mich nicht beschweren. Ich soll dankbar diese Erfahrungspunkte annehmen. Ohne Witz, ich werde definitiv trainieren für die Underworld. Und ich sag mal so, fette selbst Level 50 reicht nicht aus. Ich habe das nie geschafft, Leute. Und ich habe das Spiel wirklich viel gespielt. Hier schon so eine böse Kugel. Oh no. Hotsmith Ticket. Cool. Black Fog covers the area. Ape statues line the area. Giant glaring eye. Suddenly pierces the fog with its glare. Ich wollte gerade sagen. Ein starrendes Auge ist nämlich an Medusa. Medusa. Alles, was Medusa anschaut, er starrt zu Stein. Ihr wisst doch, was ist das denn jetzt? Ach so, jetzt muss ich jetzt zurückreflektieren. Das ist ja cool. Boah, wie viel Schaden die macht. Oh Gott, ich glaube, hier gehe ich sogar down. Das schaffe ich nicht. Das ist der schwerste Boss. Was zum Geier ist das? Gut, die machen natürlich. Die macht voll viel Schaden. Wie soll ich das denn jemand schaffen? Gut, die machen natürlich auch viel Schaden, aber trotzdem. Das überlebe ich nicht. Was ist das denn? Ich habe ja mit allen gerechnet. Ich habe nicht mal gespeichert, ne? Wisst ihr, was das bedeutet? Ich muss alles nochmal machen. Ja, das ist ja geil. Ich habe ja mit allen gerechnet, aber nicht mit sowas. Wirklich nicht. Oh, shit. Ich bin tot, Leute. Das war's.
Das war's. Nö, da werde ich jetzt aufs Kino hingehen. Ich werde jetzt alles nochmal spielen. Was ist das denn für ein Boss? Ach so, ja, stimmt. Ich habe diese Revive Potions. Wow. Wir sehen uns gleich wieder beim Medusa-Kampf. So, ihr Lieben. Ja, ich kann euch sagen, Land of Red ist kein... Echt, das ist kein Kindergarten mehr. Mann, das ist so schwer. Echt. Fast ist dann aber Swing Weapon in Mid-Air. Kann ich die doch angreifen? Vielleicht war das das Problem. Nee, Leute, ich schaff das wieder nicht. Was haben die sich denn hier gedacht? Ernsthaft? Cool. Die Waffe zu schwingen, das bringt doch gar nichts. Aber doch. Macht aber so wenig Schaden. Muss wirklich mit ihren eigenen Strahlen treffen. So wie es deine Sage auch war. Du Medusa. Cool, das mit dem Schwert, das bringt ja gar nichts. Und diese Steinstatuen, die da runterfallen, machen auch so verdammt viel Schaden. Nö, Leute, ich weiß nicht, wie ich das jemals schaffen soll. Was zum Geier ist das für ein Boss? Das ist echt Dark Souls. Doch, ich hab's geschafft. Okay, das mit der Waffe hat wohl doch was gemacht, aber so knapp schon wieder. Wow, das war bei far der schwerste Golem. Jetzt wollte ich das nicht mehr erwähnen mit dem Wolf und so. Was zum Geier. Und das Blöde ist, jetzt habe ich diese Revival Potion verschwendet. Oh mein Gott, hier kommt noch ein neues Camp. Devilish Katana. Hello, Prince Linus. You did it. Ape John Brett is all that remains. You're not in agreement. The king should be held captive in Apetron Red's stronghold. You must save him at all costs. You're not feeling it. In that case, there should be a big delicious banana in Apetron Red's stronghold. And we can save the king while we are there. Schön. Wie man immer überzeugt werden muss. So süß. Oh mein Gott, warum gibt es auch hier nur so einen Scheiß? TechTX. Irgendwie will ich jetzt tatsächlich nicht meinen gesamten Platz im Inventar damit verballern. Wisst ihr was, wir sind so rich. Curse be gone. Plus 34. Yep. Plus 34. Ach, die kann ich auch kaufen, das ist natürlich geil. Das Schöne ist, ich muss sowieso nicht aufs Geld schauen. Because I'm rich. Und die Revival Potion X, die ich gerade verschwendet habe, habe ich jetzt auch wieder. Oh, nee. Das, okay, so viel zum Thema, ich muss nicht aufs Geld schauen. Schmiedtickets sind mir noch ein bisschen zu teuer. So, jetzt bin ich gespannt. Quest Guild. Showdown with Apetron Red, die ultimative letzte Quest. Devilish. Full Body Armor plus 2. Ich weiß, wir zweifeln uns besser als unsere Rüstung. The time has finally come. Defeat Apetron Red. Definitiv. Aber erst im nächsten Part. Ist das Recycling Helper? Deliver. Okay. Deliver mache ich. Das ganze Feindquest. Nein. Okay. Kann ich hier noch ein paar Sachen lagern? Ich denke schon. Das Devil Katana sollte... Ich soll mir erstmal die Sachen anschauen. Upsi. Was hat diese komische fette Tonnengewichtstatusveränderung, wo ich nicht weiß, was es bringt? Ist halt nicht schlecht, ne? Devilish Katana ist definitiv nicht schlecht. Aber wenn ich das mit meiner Waffe vergleiche, ich glaube, die beiden können ja auch nicht fusionieren. Kriege ich höchstens Exhausted Katana raus, was dann 35 Strength hat. Wow. Ein Stärkepunkt mehr. Nee. Das Schlimme ist, irgendwie ist alles kacki und irgendwie werde ich jetzt alles lagern. Ich weiß gar nicht, wie viel in dieses Lager überhaupt reinpasst. Naja. Okay. Gut, ihr Lieben. Das war ein Fight. War die Medusa? Was zum Geier war das? Ich bin nur noch ein bisschen schockiert. Ich hoffe, das geht nicht in diesen Schwierigkeitsgrad weiter. Bei Truhaus war's. Ja, die Quests, die machen wir natürlich noch alle. Früher oder später. Aber jetzt. Für mich erstmal wichtig, dass wir den Showdown mit Apetron Red haben. Dass auch der dritte im Bunde baden geht. Und ich wette,
Danach kann ich auch tatsächlich hier die Underworld freischalten. Das geht nämlich immer noch nicht. Na gut. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!